kurz noch was reinschreiben. So, und jetzt gibt es ja auf jeden Fall erstmal richtig, richtig viel Speed nach außen. Aber Chris J, der kann das zumindest gegenhalten. Der macht zwei Frags da. Frozen als Unterstützung und Kerrigan ist auch sehr früh jetzt schon im Spiel unterwegs. Und das, ganz ehrlich, hat Mousebots jetzt auch wirklich gebraucht. Die müssen hier langsam aber sicher mal ausrasten. Kann die Mucke nicht mehr hören. Ja, es ist eine schöne Musik, aber ja, kann ich nachvollziehen. Aber wir werden uns natürlich darum bemühen, weiterhin für euch lizenzfreie Musik zu bekommen, die man hier auch spielen kann, ohne direkt von Twitch oder sonst wem gebannt oder gesperrt zu werden. So, 1-0 Mousebots. Und draußen am Himmel, da steht es, glaube ich, 100-100. Ich habe jetzt gerade eben auch mal auf unwetterzentrale.de vorbeigeschaut und da ist jetzt in Berlin alles lila. Also, nochmal der Hinweis, sollte der Stream ausgehen. Ne? Wisst ihr, was zu tun ist. So, Boxy gegen MSL außen. Die haben geforst bei Optic Gaming. Die Pistole auf der Terrorseite wäre natürlich erstmal wieder extrem wertvoll gewesen, Freunde. Aber in dem Fall musste man sie liegen lassen. Und das könnte hier vielleicht nochmal so der entscheidende Vorteil für die Mäuse werden, um sich hier auf eine dritte Map zu kämpfen. So, aber Togetoni, Nico und Refresh, die holen hier beide jeweils schon mal einen Break. Und dann ist Robster natürlich an der Position, die unglaublich schwierig zu bespielen ist, aber man kann es holen. Jetzt gerade hier eine 2 gegen 2 Situation, 1 gegen 2. Voxic mit der Scout, beide One-Shot-Mentalität. Es ist also nur ein Hit, den man setzen muss gegen die jeweiligen Spieler. Wir wissen, wie krass Voxic ist. So, jetzt sehr schön, Bombe soll gelegt werden, man maskiert das Ganze, aber man bleibt einfach, ach, man dachte, man geht nach oben. Aber man versucht es jetzt doch nochmal. So, Voxic mit der AUG ist bekannt. Ah, sieht eigentlich ziemlich gut aus für Voxic. Kann sogar einen Bereich absmoken, weiß nicht, woher die Spieler kommen werden. So, und das spielen sie gut aus und Voxic weiß jetzt, dass er das Duell da verloren hat, muss jetzt hier auf den Safe gehen und dann holt sich Optic hier diese Folgerunde. Unglaublich, Freunde. So, damit forst Mousebots nochmal runter. MSL auch direkt wieder auf 14 HP runtergespielt. Wir haben 3 SMGs, 2 Rifles und da geht man gerade nach vorne in der Rampe. Wollte letztendlich da auch mit den Pistols die ein oder anderen Frag frühzeitig erzwingen. MSL ist zumindest schon mal down, aber trotzdem hat man immer noch hier eine 4 gegen 4 Situation, alter Verwalter. So, Refresh mit dem nächsten und dann hat man hier nur noch Voxic und Kerrigan vor sich. Voxic mit der AUG gerade noch im Abgang unterwegs. Kerrigan, der versucht den Forum einzunehmen und wenn man natürlich jetzt hier nochmal ein, zwei Frags erzielen kann, vor allen Dingen vielleicht noch einen 100-HP-Spieler rausnimmt, dann hat das Ganze hier auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Würze. Voxic jetzt hier im 1-on-3, einer 7, einer 29, einer 100-HP, aber nein, er möchte die Waffe durchbringen und damit haben wir hier die nächste Runde für Optic Gaming und die zeigen gerade wirklich unglaublich schönes Counter-Strike. Sind gerade wirklich auf einem Level, wenn nicht sogar ein bisschen drüber, über Mousebots. Für mich sah das sehr gut aus für Voxic, ja. Fand ich ein bisschen zu passiv gespielt von ihm, wie er es gemacht hat, aber Optik hat es ja am Ende gemacht. Scheinst du also recht zu haben mit der Aussage, dass du die kritisierst. Thank you.
So, jetzt auf jeden Fall erstmal ein Tempo wechseln. Man möchte extrem schnell einfach nur in die Halle rein. Das hat funktioniert. Refresh hat noch einen Headshot abbekommen. So, und damit Voxig wieder der letzte Überlebende. Und ganz ehrlich, die Aug, die kann man fast schon mit nach Hause nehmen. Die gehört ja fast schon zur Familie. So, und damit die dritte Runde für die Jungs von Optik schon mal safe. So, entschuldigt bitte, dass ich da ein bisschen ruhiger geworden bin, aber jetzt fängt es langsam an, wirklich hier in Berlin komplett die Welt unterzugehen. Also so ganz koscher wird mir das jetzt da draußen auch nicht mehr. So, und damit geht es in die nächste Runde. Optik Gaming gerade auf jeden Fall auf der Überholspur. Mousebots, die kaufen nochmal runter, haben natürlich ein bisschen was an Utility zusammenschustern können, aber so richtig hundertprozentig equipped ist man da in diesem Augenblick noch nicht. Und man befindet sich gerade auf der Terrorseite von Optik Gaming und die machen trotzdem wieder so ein gutes Spiel. Unfassbar, aber wahr. Und das heißt hier wieder Überzahlsituation für das Team von Optik. So, und dann Chris J und Frozen, die letzten beiden Überlebenden. Man hat unten im Bereich wunderprächtig einnehmen können. Und wieder einmal ist es hier die Runde für die Jungs von Optik. Ja, hier Rand Berlin kommen auch erste Blitze langsam mit Disco-Licht. Hier ist komplette Eskalation. Also ich schwöre, ich habe gerade ein Video gemacht, noch nebenher. Es ist wirklich alle, und das ist jetzt nicht übertrieben, alle 2 Sekunden spätestens ein Blitz. Gerade ist es sogar wirklich alle Sekunde. Also gut, jetzt ist es gerade mal ein bisschen ruhiger. Unglaublich. So, jetzt. Es ist unglaublich, ey, unglaublich. Egal, ich werde jetzt hier mich weiter auf das Spiel konzentrieren. Mousebots, Chris J und Frozen sind die beiden, die wahrscheinlich auch gerade Gewitter im Kopf haben. Die wollen natürlich endlich mal mit ihren Taktiken, mit ihrem Aiming punkten. Aber Optik wirkt gerade einfach dominant. Die wirken gerade einfach stark. Refresh fährt da einfach in die Halle hinein. Aber trotzdem, Kerrigan hat die Antwort. Und die Pistols sind wichtig, die Close Distance. Aber Frozen, der hält außen erstmal den Außenbereich noch safe. Und wenn man natürlich jetzt mal auf die Karte guckt, dann sieht man, alles klar, außen ist überhaupt nichts. Und die fahren da einfach wunderprächtig schon wieder rein. Also Optik ist gerade grandios, Freunde. So, und das wird bedeuten, Mousebots müsste, wenn Optik hier wirklich gewinnen sollte, es ist noch nichts entschieden, Freunde, ne? Es kann alles passieren. Es kann immer noch ein 16-4 daraus werden. Aber wenn Mousebots hier verliert, sind sie im Lower Break und müssten gegen Sprout dran. So, und das wäre natürlich auch wieder für mich zumindest Herzschmerzen. Entweder Sprout raus oder Mousebots. Wobei ich da ganz klar sagen muss, auch wenn Mousebots eine unglaublich lange Tradition hat, würde ich mich natürlich für die Jungs von Sprout umso mehr freuen.
So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Soundprobleme. Es tut mir unglaublich leid, wenn ihr da draußen Soundstörungen habt. Da werden wir natürlich auf den Grund gehen. Das kann ich aber live hier on the fly nicht machen, weil ich keine Ahnung von diesem enormen Mixer habe, der hier bei mir steht. Würde lieber das Gewitter oder das Unwetter sehen. Ja, ich bin auch ein absoluter Unwetter-Fan. Aber erstmal gucken wir uns das Gewitter hier von Optik an, denn die sind auf der Terrorseite, Freunde, auf der Terrorseite. Auf DE Nuke stehen die 5:1 gegen die Mäuse. Also, ich hätte ja gesagt, dass Mousebots vorne liegt. Ich hätte mich auch noch überraschen lassen, wenn es hier irgendwie dann doch noch relativ spannend würde oder sonstiges. Also auch Optik hier so eskaliert, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. So, Chris J, Nummer 1, Nummer 2. Ja, da ist er doch, der Holländer. Also auch der hat mal wieder Bock hier auf den einen oder anderen Frag. Und den hat er sich ja auch schon mal im Außenbereich direkt gezogen. Ich finde persönlich, wie gesagt, immer wieder gut, sich als City am Terrorrot hier, was wir gerade sehen, zu präsentieren, halt sich da zu positionieren, weil darüber natürlich über die Balance Smokes etc. pp. Alles Mögliche im Außenbereich angespielt wird. So, ich verstehe nicht, warum man sich für Kerrigan entschieden hat, wenn man Chris Jarrett als Sticker hat. Vielleicht war nach den vergangenen, nicht so perfekten Turnieren so ein bisschen der Ansage-Stil von Chris J kritisiert oder er hat selber gesagt, ich würde mich gerne aus dieser Position zurückziehen. Und man sagt dann gesagt, alles klar, dann konzentrier du dich auf dein Spiel. Und Kerrigan übernimmt das. Also, immer so eine Sache für sich. Wer denkst du, wird die ESL One Cologne gewinnen, fragt der 44. Boah, das kann man vorher niemals predikten. Unmöglich. Also kann ich dir wirklich nicht sagen. Es ist unmöglich. Meines Erachtens ist es heutzutage einfach unmöglich, Turniere wirklich vorherzusagen. Einzigen, die man wirklich immer weit oben sieht, ist Navi, ist Astralis, ist Liquid, wenn die denn in Turnieren vorhanden sind. Aber sonst ist es unmöglich, meines Erachtens heutzutage sowas zu predikten. So, Chris J, wieder am Terrorrot. Wieder derjenige. Ja, aber den würde ich gesehen. Schade. So ein schöner Try, den er da versucht hat. Jetzt muss man natürlich relativ schnell hier wieder rotieren. Einen hat man schon unten, das ist Robs. Der kann auch mal alleine eben so einen ganzen Spot halten. Nur wo wird es hingehen? Wo wird es hingehen? Robs Nummer 1, Nummer 2, was sage ich denn gerade noch? Robs Nummer 3! Und Kerrigan als Unterstützung. Dann hat man nur noch Refresh, der hier als einzelner Spieler übrig geblieben ist. So. Und Optik Gaming hat natürlich immer noch genug Kohle, um sich hier vernünftig zu equippen. Frage ist nur, reichen diese 5 Terrorrunden aus? Ausgespielten zu dem Zeitpunkt 6 Runden, selbstverständlich. Wenn er beim Mousebots jetzt hier alle Runden in Folge noch holen kann, dann haben sie ein sehr gutes Standing, um sich letztendlich gegen Optik auch durchsetzen zu können. Also ich fand die Frage nicht schlecht, aber man kann sie halt nicht beantworten. So, Voxy. Nummer 1, Voxy schafft es nicht, den zweiten Klick zu setzen. Dann zieht man aber rum. Man versucht es mit allen Mitteln. Da wird komplett hier alle Strats von Half-Life Deathmatch ausgepackt, um letztendlich hier nochmal fündig zu werden. Doppel-HEK von Frozen! Kobi! So, damit 3-2 Situation. Refresh wird aber auch noch abgefangen und ins Config. Der letzte Überlebende alleine gegen 3, um sich hier gegen die Mäuse nochmal durchzusetzen. Und ganz ehrlich, das wird unglaublich schwierig. Boah! Entschuldigung, das war nicht auf den Frag bezogen. Langsam kriege ich ein bisschen Angst hier. So, 2-5, 2-4, 2-8. Config und TSS, die einzigen, die über 3000 sind bei Optik. Und dann können sie froh sein, ehrlich, dass sie so früh jetzt schon angefangen haben, hier diese
Runden für sich zu entscheiden. Weil sonst hätten sie jetzt hier das Nachsehen. Aber warten wir ab, wie das Halbzeitergebnis ausgeht. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, liebe Freunde. Was glaubt ihr nach den jetzigen Sichtungen, die wir gesehen haben auf Mirage, auf Nuke, der Anfang? Wer wird Nuke gewinnen und vor allen Dingen in welcher Höhe? Schreibt mal eure Predictions in den Chat. So, MSL wieder mal James Bond. Also, diese Partie ist auf jeden Fall von Bonds gesegnet. So, und der Toggle Tony. Das war auf jeden Fall auch noch eine Körbchenrunde. Also, schön gemacht. Mousesports kämpft sich zurück und möchte dieses unglaublich starke Optik erstmal ein wenig beruhigen, kontrollieren. Dritte und entscheidende Map wäre DE Inferno. Steht das nirgendwo? Habe ich das nicht aktiviert? Ach, Entschuldigung, ich habe es doch extra noch geschrieben. Hier, jetzt seht das. Entschuldigung. Ich hatte es extra gerade noch eben in der Pause fertig gemacht. Chris J und Frozen, Alter, die halten jetzt gerade aber auch hier wunderprächtig die Positionen. Kerrigan mit dem nächsten und dann ist es nur noch MSL, der hier alleine gegen 4 ran muss. Und das ist gerade Mousesports, wie man es einem gefällt, wie man es haben möchte. Und jetzt fängt es doch mal an, hier ein bisschen spannend zu werden. 16-13 für Mousesports. 16-11 für Löllisch. Nein, hat für Optik. 16-9 Maus, Maus 16-11, Maus 16-5. Oh. Overtime 31-29. Okay, Just Ellie, wenn das stimmt, dann kriegst du auf jeden Fall von mir einen, weiß ich nicht, einen Cheeseburger oder so. Just Ellie TV. Hier nach verzögertem Vorraum halten erstmal in die Halle rein. Kerrigan mit einem, mit zwei schafft es gerade so noch, die Spieler hier rauszunehmen. Und Nico wird auch noch geköpft. Und damit haben wir hier das 7-5 für die Mäuse. Nur noch drei Runden. Drei Runden und man hat immer noch die 5 Terror-Runden von Optic Gaming safe. Vor allen Dingen, nachdem man die Pistol verloren hat, ist das schon ein krasses Ding. Erstmal wieder ein langsamer Aufbau, aber diesmal das sehr, sehr gut gespielt von den Mäusen, meine Güte. Jetzt gerade möchte man den langsamen Aufbau von Optik spielen, man hat da vielleicht einen Plan, möchte Granaten werfen etc. pp. Und dann pushen sie einfach offensiv. Jetzt fängt es gerade an, das Mousesport zu sein, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und MSL ist immer noch mit 0 Frags auf dem Server unterwegs. Das auf der Terrorseite auf DE Nuke. Und wie gesagt, wir hatten eben ja schon zweimal James Bond oder zweimal 008 sogar auf DE Mirage. Don Voxic gegen MSL wieder fündig geworden. Also MSL hat ja gerade wirklich gar keine Schnitte gegen die ABP, die türkische von Mousesports. Grundweg mit dem wichtigen Frag außen. Die Waffe wäre natürlich schon mal wertvoll. Die Lücke vor allen Dingen ist auch extrem wertvoll. Somit kann man natürlich viel, viel besser hier die verschiedenen Spots attackieren. So, und Kerrigan weiß genau, wo der Spieler ist. Die Flash kommt falsch und Kerrigan nicht blind, kann den Spieler einfach so wegpicken. Das ist natürlich einer, den man gerne gratis mitnimmt, aber Tezess sieht außen nochmal den nächsten Spieler. Nächstes Duell gegen Frozen. Frozen 22, ein schönes Brett hier von Tezess. Und Frozen versucht es hier mit dem Slowplay den Vorteil zu erzielen. Aber Tezess schafft es, unten die Bombe zu legen und damit sollte er den Vorteil haben. Weltklasse!
Frozen hat's auf dem Schirm. Und er holt ihn. Sauber gemacht von Frozen. Hat's da einfach auf dem Schirm. Entweder hat er ihn dir gehört oder er hat einfach echt ein sehr gutes Read. Einen sehr guten Read. Gab es schon mal 0-0-15 in der Halbzeit? Jo. Ich glaube, ich habe eben im Chat gelesen, 0-0-18 ist der Rekord bisher. So, und damit wurde erstmal auch hier wieder eine Pause gesetzt. Also Optik zu Beginn ein super Start, aber jetzt ist Mousebots wirklich so ein alter Frisch. Und ich glaube, wenn sie da jetzt nicht das Momentum ein bisschen stoppen, dann wird Mousebots da wirklich wie so ein Bollwerk drüber rollen einfach. So, ihr Lieben. Wie findest du Boombla oder Boomblitz? Super. Sehr guter Spieler. Präsentiert sich immer weiter. Wird meines Erachtens auf jeden Fall auch seinen Platz in der Community finden. So, und außen. Oh, Boxy hätte da sogar einen Gap gehabt, um reinzugucken. Schafft er aber nicht. Und jetzt nochmal die Flashbang hinterher. Config nutzt das Ganze nochmal aus. Wollte natürlich, dass sich die Spieler wegdrehen. Aber jetzt hat man natürlich einiges an Raum schon sehr zügig einnehmen können. Und das könnte dann natürlich nochmal einen kleinen Vorteil geben. Oh, wie gut Robs das macht. Robs ist so eine Maschine, Mann. Sehr schön. Robs 1, 2, 3. Robs ist gerade einfach da. Und ich glaube, so schnell wird man den jetzt auch nicht mehr hier abstellen können. So, und MSL mit 2-0-12, was erzähle ich gerade? Ich wollte ihn gerade schon schlechter machen, als er ist, hat jetzt hier auch zwei Fracks in dieser Runde gemacht. Config mit dem nächsten und jetzt Robs im Duell, das gibt's doch gar nicht. Dass das überhaupt nochmal so spannend geworden ist und Robs mit dem Ace, 5K, 22 HP übrig. Die Runde wäre wertvoll gewesen, wenn es nicht die vorletzte gewesen wäre. Deswegen hat Mousebots immer noch mehr als genug Kohle. Mit. Ah. Auch wenn man hier vier Mann ausschalten konnte. Aber ganz ehrlich, man hat schon Matches mit weniger Terrorrunden gewonnen. Nächste Runde, meine Damen und Herren, Optik Gaming hatte eben eine Führung von 5-1. Mousebots konnte diese Führung auf ein 9-5 umdrehen. So, keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Hallo? Auto Director? You wanna work? Hast du Bock? Hast du Bock? Robs hat auf jeden Fall Bock. Robs, 1, 2, Alter. 3 Robs schon wieder, Mann. Das ist eine Maschine, dieser Typ. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, ihm zuzuschauen und vor allen Dingen auch, wie er die Rampe gerade einfach spielt. Hat jetzt in den letzten zwei Runden einfach mal schön 8 Fricks bisher gemacht und hat sich damit von 6 auf 14 Fricks nach oben katapultiert. Letzter Überlebender ist MSL und dann gewinnt man diese Halbzeit hier wirklich noch 10-5 bei den Mäusen. Da auf jeden Fall einen herzlichen Glückwunsch und natürlich, ja, eine sehr, sehr gute Kämpfermentalität. Jetzt kommt natürlich die City-Seite. Das kann jetzt nochmal alles umdrehen. Aber vom Mindset her, vom Momentum her, da ist Mousebots gerade wirklich kilometerweit vorne.
Also entscheidend für Optik und vor allen Dingen für den weiteren Verlauf und vor allen Dingen auch dafür, dieses Match zu gewinnen, ist die kommende Piste. Terrorpistel ist Pflicht, die beiden Folgerunden ebenso. Und dann wird's eine knackige und spannende Partie. So, es soll der Rampe Rush werden, einen im Forum abgestellt. Das war's dann aber auch. So, Rampe jetzt eingenommen. Es geht sogar sehr, sehr zügig jetzt nach unten. Smoke jetzt auch Richtung Türe. Also man möchte den Bombplan wahrscheinlich relativ zügig hier noch vollziehen. So, saubere Flashes, die man hier nochmal... Ach, Flashes sage ich schon. Saubere Shots, die man hier setzen kann. Voxic aber gegen Tezess hier den Vorteil gehabt. So, wo ist der Backstabber von Mousebots? Immer noch oben, der gute Voxic. Und jetzt kommt er langsam aber sicher. Und die holen ihn, die haben es auf dem Schirm. Man merkt, alles klar, da sind die beiden Spieler auf dem Spot. Das dauert uns zu lange. Da wird hundertprozentig jemand von hinten flanken. Und was passiert? Toggle Tony, Deco, der rastet aus. Man holt hier wunderbar die nächste Runde. Und das ist die Pistol für Optik. Und das nach, ja, wie viel waren es jetzt? 9 Runden in Folge für Mousebots. Schafft es jetzt Optik auch mal wieder Anteile am Spiel zu gewinnen. Und wenn der Trend sich fortführt, dann sehen wir jetzt diese Runde auf jeden Fall auf dem Vorteil oder halt auf dem Konto von Mousebots. Denn ganz häufig wurden hier die Folgerunden geholt. Boah, Alter, 30, wirklich draußen ist jetzt gerade eine richtige Eskalation. Oh, ich habe vergessen, den Autodirektor anzuschalten. Verzeiht bitte. Chris J. scheinbar auf jeden Fall mit einem extrem schönen Brett. Und wenn man schon mal den ersten hat, dann macht das auf jeden Fall schon mal bedeutend Freude. Und der zweite bei Chris J. ebenso erfolgreich. Und ich weiß nicht, warum der Autodirektor gerade nicht funktioniert. Es tut mir leid, liebe Freunde. Jetzt tu das. Tu das not. So, und ich habe den Trend ja gerade schon angesprochen. Der Trend geht dazu, die zweite Runde zu verlieren. Und Optik scheint dem auch wieder direkt gerecht zu werden. Chris J jetzt sogar noch geupgradet. Boah! Ey, was ist denn hier gerade los? Von der Seite Chris J noch MSL umlaufen. Also gerade ist es wirklich wie verhext. Er die Runde komplett einfach auf Mousebots Konto. Und wenn sie so weitermachen auf der Terrorseite, dann wird das hier auf jeden Fall eine dritte und entscheidende Map geben. Die wird dann D-Inferno. Und Inferno ist so eine typische Map, da kann alles passieren, meines Erachtens. So, und dann holen sie hier fast eine Körbchen Second Round. Also das ist jetzt, also ich muss jetzt erstmal ratschen. Und dann müssen wir echt das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die hätten jetzt gerade fast eine Körbchen Second Round geholt. Flawless war es schon mal, aber Körbchen ganz knapp. So, wir wollen aber weiter hier unseren Fokus aufs Spiel behalten. Mousebots schon mit einem Spieler Richtung Rampe runter, haben den Schacht da schon komplett eingenommen. Frozen, ah, der wehrt das Ganze jetzt zusammen mit Chris J im Forum easy peasy ab. Refresh aber in der Pommes schon wieder bekannt und das möchte Chris J natürlich rausnehmen. Easy, oder das? Ja, und Nico, 2K nochmal gesetzt, trotzdem 12-6 und Mousebots. Ja, haben ein bisschen verzögert erst ins Spiel gefunden. Und Chris J auch wieder ganz oben mit am Start im Scoreboard. 17 Frags bei Chris J und Frost.
So, Entschuldigung. Nico, der letzte Überlebende, und jetzt hat man erstmal wieder Geld. MSL mit $5.800, der wird sich natürlich wieder die AWP gönnen. Der Rest bleibt auf AUG sitzen. Und jetzt muss man erstmal schauen, inwieweit man sich überhaupt hier in diesem Spiel nochmal zurückkämpfen kann. So, in der Zeit können wir vielleicht mal gucken, ob sich vielleicht auch bei den Odds ein bisschen was getan hat. Nee, leider nicht, aber schau mal vorbei bei gg.bet, da wird es wahrscheinlich jetzt eine interessante Odds geben, und so wie Optik sich bisher präsentiert hatte, hätte ich sogar gesagt, dass man das easy mal wetten könnte, ein 10er oder ein 20. Jetzt gerade auf Nuke wirken sie aber wirklich so, als wenn Mousebots jetzt langsam aber sicher mal ernst macht. So, MSL im Außenbereich Nummer 1, zweiter Spieler ist jetzt gerade schon bekannt, den nimmt Nico auch jetzt mit. Wo sind die nächsten Mausakteure? Und für Optik wäre das hier ein unglaublicher Marathon. 10 Runden in Folge, um sich gegen die Mäuse durchzusetzen. Einen einzigen Fehler dürfen sie in der Zeit machen. Und jetzt holen sie hier die Flawless Round. Wunderbar. Können natürlich diesbezüglich auch ordentlich Geld aufbauen. Und da gibt es auch erstmal direkt die erste Pause. Sich besprechen, was hat gerade gut funktioniert, was hat die letzten Runden gar nicht funktioniert und. Also da gibt es auf jeden Fall genug, was man detailliert auskramen kann. So. Wir nehmen der die Beatbox. Oh, Dankeschön, Raw, haha. Das werde ich mal so kopieren. Das hört sich an, als wenn du da richtige Dinge sagst. Werde ich so mal weitergeben gleich. Söderle. Weiter geht's. 13-7 steht es. Refreshed ist bereit für die nächsten Mausrunden. Man braucht jetzt auf jeden Fall jede Runde am Stück, die man sich irgendwie noch holen kann. So, und Kerrigan Richtung Main erstmal den nächsten Frag erzielt. Auf einmal fängt Kerrigan hier auch endlich mal an, wieder aufzuwachen. Und das ist wirklich der Punkt. Kerrigan natürlich immer wieder so ein kleiner, ja, ein Faktor, wo man sich nicht hundertprozentig sicher kann, wie krass performt er diesmal. 99 ISMR hier, ja. Boah, Kerrigan mit dem nächsten, aber dann der Refrag von Tizzes und MSL. Der geht das Duell gegen Voxic auch in der Halle erzielt. Und jetzt muss Mousebots die letzten Reserven ihrer Kohle nochmal angehen. Eventuell werden sie vielleicht nochmal eine Eco hier einwerfen, dass sie damit mit ein paar Pistols arbeiten, vielleicht Granaten, CZs, Tech-9 etc. pp., um dann nächste Runde komplett zu equippen und dann noch ein bisschen Puffer zu haben für die darauffolgenden Runden. So, Kombination für außen, erstmal ein paar Granaten geworfen, aber es wird auf jeden Fall sehr zügig nach außen gehen. Die Ansage kam jetzt auch schon mal an, das heißt, Nico darf natürlich rotieren, und schaut euch an, wie früh er schon die Smoke wirft. Also er möchte hier absolut auf Nummer sicher gehen, sich nicht davon beeinflussen lassen, und wenn wir hier mal den X-Ray ausschalten, dann sehen wir das Ganze auch. Ich finde da eigentlich gerade den Nico ziemlich interessant, die Position, dementsprechend warten wir mal ab. So, Nico, einen setzt damit, aber dann kommt Tezes, unterstützt ihn natürlich, keine Frage.
So, und Chris J. wieder mal von der Seite. Obwohl man hier den Raumvorteil unglaublich bei Optic Gaming hatte. Gerade fängt Mousebots an, mit ihrer Spielklasse zu spielen. Sie wissen ganz genau, wie sie gewisse Situationen für sich natürlich als Vorteil entscheiden können. Noch da hat man sich gerade nochmal an eine Waffe herangeschmissen. Diese natürlich abgegeben an den Spieler, der noch mehr HP hat. So, und Chris J., was sein Timing! Ist das geil gewesen! Schön gespielt hier von den Mausakteuren. Aber MSL ist noch da. MSL Nummer 1. MSL kommt nicht weiter. Und das ist die 14. Runde für Mousebots. Und das seht ihr ganz stark nach einer Map Nummer 3 aus. Holy Guacamole. So, Voxic Richtung Main. Schöne Sprays, die Nico da vollzogen hat, aber das hat nicht gereicht. So konnte sich Voxic direkt wieder durchsetzen, hat den ersten Spieler schon mal rausgenommen. Damit natürlich die erste Lücke in den Aufbau reingeschlagen. Ja, und jetzt geht's los. Also Mousebots, die nehmen ja gar nichts mehr ernst. 15 zu 8 Optic Gaming, die stehen hier wirklich mit dem Rücken zur Wand. Ganz ehrlich, das wird nichts mehr. Mousebots kann hier mit Kämpfermentalität sich unglaublich gut zurückkämpfen und damit zeigen, warum sie aufs Minor gehören und warum sie aufs Minor wollen. Ja, das wird natürlich für Optic jetzt hier insgesamt das ganze Mindset unglaublich schwierig umzudrehen sein. Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, was ihnen hier noch als Unterstützung helfen könnte, wäre die Pistole in der nächsten, auf der nächsten Map. Um das Mindset ein bisschen zu brechen, was Mousebots gerade hat, und das eigene auch ein bisschen nach oben zu treiben. So, Nico. Nico! Toggle Tony! Der will! Der will! Der will! Aber dann wird er vom Voxic rausgenommen. Nur noch 4 Spieler übrig, aber alles mit Pistols. Auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich komplett equippte Mousebots-Akteure. Ja, Kompromisse werden da wahrscheinlich nicht mehr viele geschlossen. Und die letzten Überlebenden. 3 Deagles gegen 3 Waffen. Oh, einen nimmt man nochmal mit. Robs ist down. Das heißt, Voxic und Frozen müssen hier auf der Terrorseite ihre Bombe legen. Danach die Runde für sich entscheiden. Und dann geht es auf die dritte und entscheidende Map. DE Inferno. Schön von Frozen. Refresh und Config, die letzten beiden. 2-on-2. Bombe gelegt, Raumvorteil gerade bei den Mäusen. Und auch die Flashes sind natürlich nicht verkehrt. Tönen sie die Steps und das macht Voxic schön. Voxic zieht sich zurück, Voxic kann gar nicht gehittet werden. Zieht er nochmal rum, zack, sauber gemacht. Und das nenne ich eine AWP mit Confidence, eine AWP mit Kopf. Eine AWP, wie es sich gehört. So, liebe Zuschauer, liebe Damen und Herren, wir werden jetzt ein kurzes Päuschen machen. Und dann geht es hier weiter mit der letzten entscheidenden Map. DE Inferno bei Mousebots gegen Optic. Und der Gewinner dieser Partie ist fürs Minor qualifiziert. Der Verlierer muss morgen gegen Sprout ran. Also auch diese Partie für uns Deutsche unglaublich wichtig. Ich hoffe, ihr hattet bisher Spaß. Haut gerne ein Follow rein bei Instagram, Twitter und Twitch. Und natürlich auch gerne Facebook, wenn ihr wollt und das noch habt. Und sonst wünsche ich euch einen gesegneten Abend. Hoffe, dass ihr jetzt erstmal noch viel Spaß habt. Und dann sehen wir uns gleich wieder in wenigen Minuten hier auf 99 Damage.